Hier mein altes Hotel, ein Lost Place. Alles verlassen. Gewaltig groß. Die Parkplätze werden aber trotzdem genutzt von den anderen Hotels, wie es ausschaut. Da stehen Autos. Hier und auf der anderen Seite stehen auch Autos. Und das war das ehemalige Hotel Cristallo. Ich mag da jetzt nicht hineingehen. Alles eingezäunt. Mag nicht in Italien gleich Schwierigkeiten kriegen. Da fliegt ein großer Albatros. Die machen in der Nacht auch ordentlich Lärm. Ich habe immer gedacht, Vögel schlafen in der Nacht, aber ein Albatros scheint das nicht so zu sein. Die machen eine Riesenschreierei in der Nacht. Die freuen sich richtig, wenn die Hitze ein bisschen nachgibt. Aber zurück zum Hotel, jetzt schaut es. Sollte einmal ganz schön gewesen sein. Groß, überall Balkone. Eine gute Lage eigentlich zum Meer. Da liegt kein Haus dazwischen. Die haben die beste Sicht zum Meer. Sollte doch einmal ganz schön gewesen sein. Da werden wahrscheinlich Bäume gewesen sein, die haben es zerschnitten. Und diese Parkplätze werden noch immer genutzt. Da drüben ist ein Wellnesshotel, 4 Sterne. Der wird wahrscheinlich die Parkplätze auch von da verwenden, weil es arbeitet da niemand und es stehen doch Touristen auch. Der Parkplatz wird wahrscheinlich auch für andere Hotels genutzt. Oh, 3 slowakische Kennzeichen, na, das ist interessant. Aber ein gewaltiges Hotel war das einmal. Da oben muss ja die Aussicht herrlich gewesen sein, ganz oben. War sicher mal ganz schön. Direkter Blick zum Meer, wie gesagt, das Hotel hat eine sehr schöne Lage gehabt. Wenn man da rüber schaut, die Leute haben einen perfekten Blick zum Meer gehabt. Beim nächsten Mal nehmen wir euch ins Reptilienhaus mit und euch erwartet noch viel mehr. Seid gespannt, wir sehen sich.